So, hallöchen, meine lieben Freunde, es ist Yobi zu euch, meine lieben Zuschauer, begrüße euch recht herzlich zur mittlerweile 13. Folge und fast 6. Stunde Aufnahme von Dead Island Reptide. Wie immer mit dem Werten ZLP, abonnieren, masturbieren und favorisieren, wie immer und so. Und ich lasse dich jetzt gar nicht zum Reden kommen, weil ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock habe und ich schieße das Ding jetzt einfach. Was war das denn? Ich weiß es nicht. So, komm, Zettel, fahr los. Ich glaube, du hast drauf geschossen. Ach, übrigens, es reicht auch schon, wenn man masturbiert, wenn man uns zuhört. Man muss sich unbedingt abonnieren. Ey, achte mal, wie nass es in diesem Boot ist. Du hast zu viel masturbiert. Na, wenn, dann ist es feucht. Ich mach nie was nass. Wohin wollen wir denn jetzt? Wollen wir die eine Quest noch machen, die so ziemlich weit entfernt ist? Du warst gerade wieder rausgezogen. Versuch den mal abzuschütteln. Moment. Ah! Verpiss dich! Warum funktioniert das nicht? Ey, das sieht so kacke aus, ne? wohin wollen wir jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, ich frage gerade so random, aber hinter uns den Gegner, wie ich höre. Ich muss noch kurz mit abdüsen, dann kann ich mal kurz schauen. Oh, ich hab den doch getroffen! Ich fahr dann mal. Okay. Boah, hallo, verpiss dich! Wie kacke das auch aussieht, ne? Ja. Ah, guck mal, das sind noch 300 Meter. Das geht eigentlich. Kann man eigentlich. Obwohl, nein, das geht voll nicht klar. Also man könnte grad, Wasser dadurch. Ups, ich überlege gerade, ob ich überhaupt hier durchkomme im Wasser. Ja, kommt man. Ich bin schon wieder raus aus dem Wasser. Oh. Sorry. Zetter, fahr doch mal schöner. Soll ich dich dann navigieren bis da hinten hin, oder? Das wäre mal nicht schlecht, weil ich immer reingucken. So, und da bin ich auch wieder. weiter geradeaus jetzt. Nach links. Nach links? Ach nee, du sitzt da vorne. Hä? Du fährst bei mir gerade auf Land. Ja, das war auch gerade Land. Das sind halt kleine Inseln hier. Fahr ich jetzt richtig? Warte. Du musst durch eine Brücke durch. Nein, du läufst komplett falsch. Zurück, zurück, zurück! 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 Oh, da ist wieder so eine. Ah, ja. Guck mal, da ist eine neue Quest, rette Megan. Mir egal. Fuck Alter, auf Megan. Jetzt verpiss dich doch. Oh! Du bist halt rausgefallen, kann das sein? Ja. Oh, ich glaube, ich steig mal aus, Alter, die sind ja alle Level 31. Zombie-Action! Oh, ich bin tot. Ja, ich auch fast. Muss mal kurz noch was spritzen. Scheiß Heroin-Junkie, Alter. Ja. Glück heißt, halte ich hier gut mit und hack den einfach nur Köpfe ab. Sag mal, wie viel sind denn das aber auch? Das sind nicht ganz normal hier. Ups, Klingenwaffen, Stufe 6. Mit 25% schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Wunderbar. Okay, jetzt muss ich selber mal kurz schauen, wo sind wir überhaupt? Ich bin total... Du bist komplett falsch gefahren. Da bin ich blau, ne? Ich muss da lang. Oder? Ja, einfach geradeaus, da ist eine Brücke oder sowas, da musst du irgendwie drunter. Eine Brücke, die sieht aus wie eine Stahlbetonbrücke, aber irgendwie sehe ich ja keine Stahlbetonbrücke. Nee, jetzt gerade zu, also die Brücke da genau, gemeint, die Brücke, was? Da rechts jetzt. Aber rechts oder links durch? Rechts. Genau. Das finde ich halt, wie gesagt, echt ärgerlich, dass man keine Map hat unten. Mhm. Also man hat halt zwar irgendwie die Richtungen, aber... Jetzt einfach dem Weg folgen, ist egal, ob links oder rechts. Ja, dann muss aber rechts irgendwann. Da ist jetzt ein Turm. Da ist bringe Husten Schmerztabletten, bringe Chamanda Nahrungsmitteldosen. Ich glaube, hier ist eine Quest. Ach, egal. Okay. Ja, dann, jetzt einfach nur noch geradeaus, ja. Dann sind wir da oben schon. Au! Nein, das wollte ich gar nicht, scheiße! What the fuck? Zum Glück sind wir im Wasser. Ja, zum Glück sind wir im Wasser und es brennt trotzdem. Ja, zum Glück ist hier ein Kratzer, der mir gerade das Leben ein bisschen zur Hölle macht. Scheiße. Ja, ich bin auch halt gestorben. Ja, weil der Kotzer einfach mal durch sich durch nach hinten gekotzt hat, wie auch immer das geht. Wow, 1400 Dollar verloren. 1400 Dollar, das geht ja noch. Kommt so schnell wieder rein. Trotzdem. Da ist übrigens ein Kotzer, der ist gerade voll kotzt. Ja, warte, ich versuche jetzt hier Springling zu platzieren. Ich würde ihn auch einfach töten wollen, weil der läuft nicht, wenn du zu weit weg bist. Zu nah dran bist. So, da war er tot.
Oh. Ah. Kann man die wenigstens wieder mitnehmen? Ja. Meine Mine! Oh. Eiskalt. Was müssen wir jetzt hier suchen? Frage ich mich auch gerade so, ein bisschen. Achso, suche die grünen. Achso, nach irgendwas. Suche nach dem Lager im Westen. Hier ist ein Lager. Nur das Lager. Also hier ist, denke ich mal, ein Lager. Hier ist ein Zelt. Ja, ich will das mal hier alles untersuchen und mitnehmen. So. Ja, ja, und hier. Im Zelt liegt natürlich was. Von Maggie. Okay. Ja, jetzt erstmal wieder durchlaufen lassen. Hier reden, reden, reden. Ah, hier ist eine schöne Aussicht. Krass. Alter Schwede. Auch mit dem Baum hier. Ui. Ich sag ja, von der Grafik her ist das auf jeden Fall trotzdem schon schön. Ist hier unten noch was Schönes? Ach, da geht's tatsächlich weiter, das gehört zum Gelände. Geh runter. So, ja, das könnte man mal so als Spaß irgendwann machen, aber jetzt vielleicht nicht. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie ins Inland wieder. Alter, achte mal, wie viel wir jetzt wieder fahren müssen. Ich würde mal sagen, warte mal, wo ist das nächste Auto? Bei uns im Lager. Dass wir jetzt zum Lager fahren, dann halt da das Auto holen. Bei Paradise Survival Camp. Richtig. Da ist bei mir kein Auto. Ist bei dir da ein Auto? Ich sehe es nicht, weil es irgendwie zu voll ist. Ne, irgendwie nicht, ne? Warum ist denn da kein Auto? Das ist ja scheiße. Ja, dann lass einfach mal runterfahren. Dann gehen wir jetzt erstmal hier zum verlassenen Bungalow. Da unten was? Halt. Und dann verlassen fahren Bungalow? Wir... Was? Hm? Was? Einfach komplett was? Runter. Das ist rechts von dem Survival Camp. Ach so, das. Und fahren wir da erstmal mit dem Boot runter. Da ist zwar kein Auto, aber naja gut. Ja, dann können wir halt runterlaufen. Das können wir auch mal... Machen nur mal ein bisschen was von der Landschaft zeigen, haben wir ja auch noch nicht so oft gehabt. Nein, bloß nicht. Dann sieht man das, ja, noch mehr Bugs oder so. Weiß nicht. Oh ja, ihr kommt auf jeden Fall gut wenden mit dem Boot. So. Ja, wie gesagt, geradeaus, geradeaus. Und dann einfach jetzt gleich rechts halten. Oh, der hat sich ja lustig an den Strang gebackt. Nein, ich will nicht raus, ich will nicht raus, ich will nicht raus. Nein, 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 nein. Und tschüss. Was kannst du eigentlich? Ja komm, ich sitze im Boot. Nee, bis ich da wieder drin sitze, nicht wieder da. So. Alter, was? Warte mal auf, diesen Scheiß zu werfen. Das tut überhaupt nicht weh. Mache ich mehr Schaden mit meiner Plonkenhand. Mit meiner Plonkenhand. Oh, das ist schon wieder ein Kotzi-Botzi. Ja. Kotzt der mich gerade an? Ja, der kotzt sich gerade an. Ich keine Muni mehr, stirb! Alter, du machst aber trotzdem derbst viel Schaden. Jupp. Im Vergleich. Ich mache hier fast kaum was. Wenn ich einen kritisch mache, mache ich gerade mal 1000 Schaden. Du bist auch Distanzkämpferin und hast nicht darauf gelevelt bisher. Ja, stimmt. Ja, muss ich auch noch machen, ja. So. Aber bisher habe ich echt nur auf Stichwaffen. Ah ja. Wieso gehst du raus? Achso, weil du Haja gesagt hast, ich dachte, wir wären da. Okay. Jetzt haben wir ins Boot, dann gehe ich raus aus dem Boot. Oh. Okay. Go, 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 go. So. Ja, wir sind jetzt gleich bei Falle. Ja. Ja, man muss ja ein bisschen hier... Lustig, wie die Seerosen sich ins Boot backen. Ja. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier waren wir. Ja, hier waren wir. Ja, ja, hier waren wir schon mal. Ah, ne, hier haben wir auch eine Quest hätten machen können. Hier müssen wir Benzin reinfüllen. Ja, richtig. Wollen wir die gleich mal machen, wenn wir hier sind? Warte mal. Ja, klar. Moment. Die Quest heißt. Oh, wie heißt die eigentlich? Voriger Ausverkauf. Nee. Doch. Doch. So, okay, wo ist da? Was müssen wir machen? Da 108 oben. Meter zur Tankstelle laufen. Na, klasse. Mit der. Richtig. Ja, ich mach das mal Upgrades, töte die schon mal. Das hier. Jupp. Oh, keiner hat sich mal getroffen bisher. Oh, da ist gerade. Ach ne, ich wollte schon sagen, er ist gerade von einem Fallschaden gestorben. An Fallschaden? Ja. Also irgendwie so dumm auf seinem. Oh, Kopf gelandet. Upsi, 3700 Schaden. Aber auch sagen, besser du trägst das. Wieso? Bin ich so schlecht? Naja, viel machst du nicht. Du faules Stück. Du geiles faules Stück. Nur selber! Wo ist es denn da? Ach. Das ist mein Baby. Oh, da ist ein Boot, wollte ich gerade sagen. Ein Auto. Ja, komm, dann nehmen wir das Auto. Ja, aber kannst du mit dem Auto auch Benzinkanister transportieren, oder? Ja klar, hinten rauf einfach.
Nimm, Benzinkanister! Das ist es doch, was du willst. Oh. Sag doch was. Nicht nur A. Ah. Hab ich gerade den seinen Kopf zerspalten? Ja. Das muss ich, glaube ich, dann im Let's Play als Slow-Mo machen. Und dann epische ja. Kampfmusik noch. Genau. Ach ja. Ja, einfach hinten rauf. Na, zeig mal, wie du einfach hinten rauf machst. Ach, das Auto fährt ja auch nicht mehr. Na gut, dann laufen wir den Rest. Aua, ich habe gerade Energy Drink genommen. Ja, das Auto ist übrigens ausgebrannt, das fährt nicht mehr. Halt doch mal die Klappe hier. Wir hätten vielleicht auf die Karte gucken sollen. Theoretisch ist man bestimmt schneller, wenn man das Ding die ganze Zeit schmeißt, oder? Glaube ich nicht, weil man es fast gar nicht weit wirft. Aber vielleicht beim Seitwärtsspringen. Ach nee, man kann ja nicht springen, richtig. Ja. Naja, ich lauf schon mal vor und mach schon mal sauber. Da oben ist ein Auto. Vielleicht können wir es dann auf der Rückfahrt nutzen. Na. Ich hoffe es. Hier will los. Ich laufen. Laufen ist doof. Ist zwar schöne Landschaft hier, aber trotzdem. Oh. Ja, hast du mittlerweile ein Geld mit haben, ne? Also ich bekomme jetzt hier von einem normalen Gegner, der so am Boden liegt, mal eben so $160. Krass. Ey, mal ganz im Ernst, wieso ist man so langsam mit einem leeren Benzinkanister? Weil du eine Frau bist. Selber Frau, aber Zombie schlachten können, ne? Ja. Oh, hier ist auch noch so ein Help-Typi. Yeah! Nein. Ja, bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich helfen kann. Ja, ja, passt schon. Du schaffst das schon. So, das werfe ich ja für einen Benzinkanister in irgendwelche Köpfe. What the fuck? Was geht denn hier ab? Was, frag mich manchmal, wo ich diesen Blitzschaden mache. So. Daher. Ja, sag doch was. Ich hab gesagt, daher. Daher! Was denn für ein daher? Mach, der hat keine Arme mehr, der kann sich nicht mehr wehren. Hau einfach auf den drauf. Daher! Ja, du bist so ein Held. Was machst denn du? Hat er gesagt, du brauchst nicht mehr. Der lebt noch. Ja, der hat aber keine Arme mehr. Mann. Da kann nichts mehr machen. Alter. Wie inkompetent muss man denn sein? Oh, der Benzinkanister ist jetzt ein Blutkanister. Herrlich, herrlich, herrlich. So, rede mit Brian. Komm, ich rede mit dir. Ich rede mit dir. Hallo, ich will mit dir reden. Ah, hier willst du mit mir reden. I see. Okay. Ich blute schon mal ein bisschen. Au! Bist du gerade ins Stromkabel getreten? Ja. So klang es aber nicht. Ich dachte jetzt gerade, ich bin gestorben und habe ein Level abbekommen. wo bist denn du? Ich überlege gerade, Benzinkanister benutzen. Bist du hier irgendwo? Hä? Oh nein, hier ist kein Benzin mehr drin. Wir müssen den noch weiter tragen. Guck mal, kannst du den Benzinkanister hier hin tun? Was? 500 Meter? Sieht so aus. Ah, hier. Alter Vater. Da kann ich reinlegen. Plopp. Und jetzt fahr. Oder ich fahr. Wenn du es langsam bist. Verdammt. Das kann was werden. Vielleicht will wir unterwegs dann noch ein anderes Auto. Wo lang? Hauptstraße komplett. Bis zum Ende. Okay, das wird einfach. Naja, mal sehen. Ich beobachte dich aufmerksam auf der Map. Rechts. Das war nicht rechts. Das war eher ein Zombie. Wäre schön, wenn ich so einen Zombie sehe, ne? Ich bin gerade in der Map. Mann. Oh, meine schlechte Fahrkunst. Ey, die sind gerade erst gespawnt. Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden, weißt du? So. Was gibt's denn hier eigentlich? Was ist denn das hier? Kiwi Camping, Benzinbranden. Ey, wie viel haben wir eigentlich von der Map bisher noch nicht erkundet? Wie viel Ach, Prozent guck ist das mal, hier wird sogar auf der Map angezeigt, wo was liegt. Sowas wie Deo-Roller und sowas. Was, echt? Cool. Ja, ja. Aber auch nur auf der Map, auf der großen. Okay. Das heißt, du müsstest jedes Mal in einem Lager oder so bei der Map gucken. Das ist nämlich auch
minimal runterproduziert ist. Na. So, über die Brücke. Ey, bisher fahre ich doch ganz gut, oder nicht? Bestehe ich meine Fahrprüfung bisher? Nee. Wieso nicht? So, rechts. Rechts, rechts, rechts. Das war nicht rechts. Das ist rechts, richtig. Da ist es. Ach, hier waren wir doch schon mal. Fahr mal bitte ein Stück zurück. Ja, danke. Ich finde gut, dass man den Benzinkanister da reintun kann. Ja, das ist ein Grauen gewesen, so weit zu tragen. Ja. Oh, hier gibt es wieder einen Schläger. Ach, Manno. Warte, ich werfe den Benzinkanister an den Kopf. Nein, echt schon. Siehst du, der war tot davon, hast gesehen? Warte, ich werfe mal eine Granate. 34. Geh mal weg. Alter, du mit den scheiß Granaten. Ja, toll! Ich weiß nicht! Nein! Ich weiß wirklich nicht. Die machen aber voll wenig Schaden, diese Granaten. Du musst einfach nur mal draufhauen. So, ne? Ich bin halt nicht so cool. Hier, alles YOLO-Strats. Einfach draufhacken wie ein beklopptes chinesisches Soldatenhuhn. Soldatenhuhn. Und? Ist hier was? Klingt so. Einschalten? Naja. Naja. Und mitnehmen. Und zurück nach zu Pierre. Yay, ist also nochmal fahren. Yep. Ach ja. So. Wo ist Pierre? Na, da, wo das wahrscheinlich das Fadenkreuz wieder ist. Na? Nur so als. Ja, okay, also wieder. Oh, fahr los. Nein, das geht nicht. Hinter uns war, glaube ich, ein Baum. Jupp. Nein, ein kleines Pelmchen. Das da. Das Pelmchen da. Boah, jetzt verpiss euch da. Wow. Links oder rechts? Rechts, ne? Links. Wir sind vorhin ins Rechts gefahren, ne? Müssen wir jetzt links fahren. Ist nur so ein Vorschlag. Weiß nicht. Ich habe kein Gedächtnis, das weißt du doch. So. Ja gut, dann will ich mal sagen, machen wir auch eben noch fixe Quests, dann haben wir gleich schon wieder unser Limit erreicht. Richtig. 13 Folgen am Stück aufgenommen, Alter. Immer mehr als 20 Minuten. Kranker Mist. Ja. Fleißige Bienchen halt. Ich glaube, ich habe noch. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben. Wow. Ich war genug. Immer eine Premiere. Ich glaube, ich habe noch nie so viel am Stück aufgenommen. So. Gibt ja immer ein erstes Mal, ne? Für jedes, für alles. Richtig. Meistens ist das erste Mal ziemlich scheiße, aber. So. Ein Stückchen weiter, musst du schon noch? Ja, alles klar. Er sagt dann einfach Stopp, wenn ich dann raus muss. Wow. Das war ein Auto? Das war ein Felsen, das war kein Auto. Ah, aber danach kommt ein Auto, deswegen dachte ich, du bist gegen das Auto gefahren. So, jetzt. Ja, noch weiter. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, weiter. Noch weiter, noch weiter. Weiter, hm, noch ein Stückchen weiter. Noch ein kleines Stückchen weiter. Weiter. Jetzt wieder weiter. Ich wollte jetzt stoppen. Und stopp. Nein, ein bisschen zu weit. Alter, ich hab gesagt stopp. Ich wollte jetzt so ein bisschen noch umfahren. Ja. Ich wollte eben noch, siehst du, gut eingeparkt. Genau vor die Tankstelle. Nee, was ist das? Bushaltestelle oder sowas. Oh, hier gibt's was, hier gibt's was, hier gibt's was, hier gibt's was, hier gibt's. Moment. Ein Feuergas. Und Energy Drink. Erstmal Benzin kann ich so durch die Gegend geworfen, den vollen. So. Da hier rein, ne? Ja. Guck mal, hier können wir auch noch mit dem Auto reinfahren können. Ach so, oh. Hm. Naja. Ist ja jetzt eh gleich Feierabend. Machen wir mal hier so. Mensch. Danke. Oh. Mann, ich will auch nicht mal so eine scheiß Waffe haben wie du. Das ist der Fackellauf jetzt hier. Naja, das liegt aber nicht nur an der Waffe. Aber wie gesagt, echt schon, weiß nicht, plus 50% Schaden durch Skills oder so. Mindestens. Kranker Mist. Plus Crits, plus Angriffsgeschwindigkeit, plus Ausdauerregeneration und sowas halt. Na. Kann ja gleich nochmal gucken zum Ende. So. Ach so. Hm. Ach, bitte. Ich kann halt nicht springen, ne? Ich muss halt hier langlaufen. So. Gib es mir. Au! Voll in die Fresse, Mann.
Ey! Wie das aussieht! Vor allem, wenn dann auch noch gar keine Regung zeigt. Achso, wir müssen da hinstellen. Ach Gott. Ja, nicht so, glaube ich. Ich glaube eher so. Sorry, but I'm closed for the day. What the? Okay, können wir den jetzt irgendwie töten? Keine Ahnung. Du willst doch mal richtige Menschen töten und nicht nur die ganze Zeit Zombies, ne? Naja, bei so einem Arsch können wir uns echt schon... Der will uns jetzt echt nicht helfen, oder was? Warte mal, geht's irgendwo rein? Könnte jetzt sein, dass er irgendwie jetzt... Aus Suche nach Stoff zum Verstopfen von Peas Lüftung. Ach Mann, ich würde die... Ah doch, ich muss was sein. Ah, hier ist... Ja, ich hab auch Stoff gefunden. Hier rein, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Ja, ich... Ach, hier ist auch nochmal Stoff. Na. Ah, jetzt. So. Ach so, hier ist auch noch. Da hinten noch rein. Okay. Naja. Oh, wie fies wir sind. Ja. Nein, durch die Schlitze kommt bestimmt nichts raus. Nein, oder durchs Dach. Na, Kollege, geht's dir nicht ganz gut, oder was? Hallo, komm, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich will dich vergewaltigen. Mir bist du gerade irgendwie durch den Zaun durchgebackt. Ganz kurz. Na, was geht? Na, komm raus. I was just kidding. Ja. Ja, gut, ich nicht. In fact, after what you put me through, I think I deserve a discount. Genau, gib mir all dein Geld. Wow, 50% Robat. Robat. Robat, genau. Ja, komm, mach Tür auf. Red, na. Upgrade. Moment, Upgrade. Machst du wieder mehr Wut? Auch wenn ich das fast nie benutze, weil ich irgendwie down sterbe aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Todsichere Harpune, alter Vater, die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Krass. Aber der hat keine Munition dafür, oder? Todsichere Harpune. Doch, Harpunmunition. Kostet aber sau viel. Zügiger Revolver, ja. Oh, der macht aber 722 SPS, ne? Und kostet 3000. Ja, aber guck mal auf meine Pistole. Die macht inzwischen abgegradet auch schon 1300. Aber die ist nicht abgegradet. Ja, ungegradet hatte ich ja bei der Pistole auch 700, 800 deswegen. Echt so? Hm. Warum machst du denn so wenig Schaden? Solltest mal Kampfskillen langsam. Na, richtig. Ich glaube, ich werde mir die Machete aber leisten. Oder den schottischen Langdolch, den ich nicht tragen kann. Eigenbaumachete. Na, oder der zerstörerische schottische Langdolch. Sieht mir auch ganz schön aus. 700 Schaden ohne Upgrade. Das wird ein lecker Schmecker. Ich kaufe mir jetzt die Harpune. Ich kaufe mir den Langdolch. Man hat's ja. Dann kaufe ich mir noch eine Harpunmunition. Du kannst ja auch eine Munition für Bestäubungspistole kaufen. Ja, die habe ich schon längst verkauft. Leider. Kleber, Seife, Nägel haben wir ja. So, jetzt werde ich nämlich einmal mit der Harpune schießen. Na, so viel Schaden macht der nicht. Das Level Bild? 800 mache ich. Ungegradet. Weil ärgerlich, dass es kein Upgrade-Tisch ist. Na gut, wir sind auch mittlerweile wieder bei 23 Minuten. Uiuiui. Tja, so ist das halt. Wenn ein Spiel teilweise Spaß macht, beziehungsweise eigentlich sogar relativ viel. Wow, der Trip. Na, wir haben jetzt echt 6 Stunden knapp am Stück aufgenommen hier. Also, liebe Freunde, wundert euch nicht, wenn wir... Ah, guck mal, ich habe eine Harpunmunition wieder eingesammelt. Wenn wir nicht so wirklich auf eure Kommentare antworten können, wenn ihr schreibt, von wegen, mach mal dies und das. Wahrscheinlich haben wir das dann in den nächsten paar Folgen dann gemacht und so. Aber diese Information nützt euch ja jetzt recht herzlich. Ja. Sehr. Ach, hier ist sogar ein Upgrade-Tisch. Guck mal, warte mal. Upgrade ich nochmal fix meinen Langdolch. Ne, ich habe keine Kohle mehr. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Und damit hat er dann 1100 SPS. Mutafug. Kann ich noch modifizieren, den Langdolch? Betäubungsschlag, Stacheldraht. Nee, habe ich gerade nichts mehr. Scheiß. So, ich habe noch meine Machete. Warte mal, doch, Betäubungsschlag müsste eigentlich gehen, oder? Klar, hier. Ah, da geht aber nicht mit dem Langmesser. Okay. So.
Ja, schöne Musik, ne? So, noch ein Level, dann habe ich nämlich dann auch echt eine richtige epische Waffe. Und ich wollte ja mal gucken, beziehungsweise mal zeigen. Gibt da ja inspizieren. Und da sehen wir jetzt, alter Schwede. Na? Am Beispiel dieses zerstörerischen schottischen Langdolch. Ich sag's mal noch für deine Zuschauer, die zu faul sind, bei mir jetzt reinzuschauen. Grundwert hat er nur 416 und durch Upgrades und Fähigkeiten habe ich am Ende 1100. Also ich bekomme die Hälfte von Fähigkeiten wirklich. Ja, ja. Alter. Alter Schwede. Übertreib. Ja. Komme auch Haltbarkeit irgendwie 46 durch Fähigkeiten alleine, wo ich ja nicht viel drauf gemacht habe. Na. Wow. Aber kann ich dann leider nicht tragen. Noch nicht. Oh, reparieren fürs nächste Mal, dass wir nicht das nächste Mal anfangen mit reparieren. Reparieren. Boah, meine Harpune macht jetzt auf einmal 1200 Schaden, okay? Ach, wieso repariere ich sowas? Muss man mit was verkaufen. Ja. Ja gut, das dann würde ich so mittlerweile auch mal sagen, danke fürs Zuschauen, die Bewertung wie immer nicht vergessen und das sieht gerade so, als ob du gerade ein Foto mit deinem iPhone bei ihm machen möchtest. Hä? Du hast gerade ein Dingfunks in der Hand gehalten, hier. Guck, das sieht so aus vom Weiten. Tolles iPhone auf jeden Fall. Guck mal, lächel mal! Ey, wir sehen echt so aus wie diese schlampen Bitches von Facebook. Aber du wirst echt erstaunt sein, wie hässlich du eigentlich bist. Du guckst echt so eine ist genauso hässlich wie ich, mindestens. Unmöglich, ich bin voll schick. Ja gut, dein Schlusswort. Ja. Ach ja, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahmesession, morgen. Ja. Ja, mal gucken, wie gesagt, wir nehmen dann, denke ich mal, zeitnah, denke ich, auch nach dieser Aufnahme hier auf. Sobald wir alles totgerendert haben und wieder Platz haben auf der Festplatte. Genau darin liegt es nämlich. Wie gesagt, der Z, du hast jetzt mittlerweile ein Terabyte fast Material, ne? Mehr, innerhalb fast. Ja, ich habe jetzt 350 Gigabyte Material jetzt circa. Boah, Alter. Ja, und ich habe hier pro Folge 100 Gigabyte, wir sind bei Folge zu viel und dementsprechend habe ich auch zu viel aufgenommen. Ja. Na gut, ich würde auch sagen, Feierabend für heute. Verabschiede mich in die nächste Folge, dann bei Folge 14, wenn wir weitermachen mit Zombies metzeln und und so. Ja, jetzt also dann. Ist es erstmal die Nacht totrennen, danach schlafen und ja. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein, meine lieben Freunde. Bye bye und reingehauen. Tschüss.